Ey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Wir sind hier mit dem Super Bowl, mit unserer Giants-Franchise gegen die Chargers. Hätte ehrlich gesagt nie im Leben gedacht, dass wir so weit kommen. Wir gehen gleich rein in alles ins Gameplay, gucken uns das an. Vorher, letzte Woche in der Folge habe ich gesagt, was in der nächsten Franchise passiert und dass ihr abstimmen sollt in den Kommentaren. Momentan gibt es eigentlich nur zwei Colleges, die wirklich in Frage kommen von den Likes. Das sind LSU und Florida State. Das heißt, ich glaube, Florida State hat 140 Likes und LSU 174 oder sowas. Wenn ihr für eins davon seid, zum Beispiel für Florida State, und ihr habt aber für beide abgestimmt, weil ihr gedacht habt, wäre beides ganz cool, dann würdet ihr jetzt oder solltet ihr jetzt zu dem anderen Video zurückgehen und euren Like bei LSU wegnehmen. Wenn andersrum ist, wenn ihr sagt, Florida State und LSU, eigentlich ist mir LSU lieber, dann geht zurück und nehmt euren Like bei FSU weg oder so. Wenn ihr für Alabama abgestimmt habt und ihr merkt jetzt, Alabama hat keine Chance mehr, dann überlegt euch, was hättet ihr lieber, Florida State oder LSU? Denn ich sag ehrlich, die anderen haben da keine Chance mehr, wirklich ranzukommen. Also es ist nur noch zwischen den beiden. Wenn ihr für irgendwen anders abgestimmt habt oder für beide, überlegt euch, wer davon ist euch lieber. Geht zu dem Video zurück und liked den Kommentar. Ist das letzte Franchise-Video, was hochgeladen wurde auf meinem Kanal. Ich werde jetzt nicht hier nochmal mit Kommentaren anfangen oder so, das ist unfair. Geht zum letzten Video zurück. Das ist eure letzte Chance, da noch irgendwas dran zu ändern. Denn das ist definitiv unser letztes Giants-Franchise-Video. Wir gehen rein, ihr seht, wir sind in der Pro Bowl-Woche und wir gucken uns natürlich den Pro Bowl-Roster mal an. Dwayne Haskins bei uns. Die rechte Seite, da werde ich nicht drüber reden. Das heißt, da müsst ihr selber dann Videopause machen oder sowas und euch das angucken. Dwayne Haskins von uns ist als Quarterback 2 drin. Ansonsten, wir haben Elijah Penny als Fullback 2. Das ist ganz witzig. Wide Receiver ist keiner drin bei uns. Tight End Evan Ingram auf 3, also unser dritter Spieler im Pro Bowl. Ich sag mal so, ab 3 Spielern würde ich mich cool fühlen, wenn 3 Spieler von meinem Team im Pro Bowl sind. Es sei denn, da ist jetzt ein Longsnapper dabei oder so. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren oder so bei uns. Aber ja, gucken wir weiter. O-Line dürfte keiner von uns sein. Es sei denn, ich verwechsel jetzt wieder irgendwelche Namen oder so. Aber da dürfte keiner drin sein. D-Line, wenn ich mich nicht irre, war auch keiner dabei. Das ist schade, da habe ich ein bisschen drauf gehofft. Left Outside Linebacker, keiner. Roquan Smith ist drin, aber von uns auch wieder niemand bei den Linebackern. Bei den Cornerbacks habe ich ein bisschen gedacht, dass Quinton Dunbar drin ist vielleicht. Ist er aber nicht. Free Safety nicht. Strong Safety nicht. Also Secondary komplett nicht. Adrick Rosas ist drin als Kicker. Das heißt, wir haben 4 Spieler. Und dann Fowler als Punt Returner. Da bin ich mir jetzt aber echt nicht sicher, ob das wirklich so ist. Also ob ich einfach gute Punt Returns hatte. Oder ob das immer noch verbuggt ist von EA. Denn ich glaube, Punt und Kick Returner waren die ganze erste Zeit mindestens bis zum Super Bowl. Also bis zum echten Super Bowl, bis Februar, war das kaputt, dass einfach irgendjemand Punt Returner geworden ist, obwohl es Quatsch war. Also wir haben 1, 2, 3, 4 Leute drin. Ne, 5. Quarterback, Fullback, Tight End, Kicker, Punt Returner. 5 Leute im Pro Bowl, das ist cool, damit bin ich definitiv zufrieden. Weekly Awards können wir uns auch noch ganz kurz angucken. Sind beide von uns, Janoris Jenkins und Saquon Barkley. Aber da waren ja auch nur 2 Spiele, oder nee, da war nur ein Spiel pro Division, deswegen war relativ klar, was es wird. Wir haben ein paar Upgrades und ihr seht gleich, die beiden oberen sind natürlich sehr, sehr wichtig. Saquon jetzt mit Confidence ein 96er Overall. Running Back, das ist cool. Und Dwayne Haskins ist jetzt insgesamt mit Confidence auf 89, wenn ich Strong Arm noch eins hochgebe. Auch das sehr cool. Guck mal, sowas ist doch dämlich, ey. Ein Awareness, ein Throw Accuracy Deep und eins Medium Nissen. Ich will mal bessere Sachen haben, Release und so. Also, ja, Release bei den Wide Receivern, beim Quarterback vielleicht. Geschwindigkeit, ich weiß es nicht. Man-to-Man, Grant Haley, du bist mein Cornerback Nummer 5 oder 6, ich bin mir gerade nicht sicher. So, diesmal habe ich dran gedacht. Viele von euch haben jetzt vermutlich schon überlegt, hat das wieder vergessen? Nee, ihr könnt es jetzt hier sehen. Ich habe die Wide Receiver wieder umgestellt, also Tate und Shepard sind oben. Defensiv mit den Linebackern das gleiche gemacht. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich noch irgendwo was geändert hatte. Ich habe Beal als Cornerback 2 gelassen, das ist aber absichtlich. Und bei Specialists habe ich jetzt Lorenzo Carter als Rushing Right End, obwohl Smith da eigentlich besser ist, einfach weil ich Carter immer auf dem Feld haben will, weil der für uns ein dicker, dicker, dicker Impact Player ist. Das hier habe ich auch gemacht, weil ich so eine Art NASCAR-Package haben will. Ich wollte eigentlich Martin da reinnehmen. Da muss ich gerade noch mal kurz gucken. NASCAR-Package ist, wenn man in seinem Sub-Package, also mit Nickel zum Beispiel,
Rushing Defensive Tackle, genau. Wenn du dann ganz, ganz viele schnelle Leute auf dem Feld hast und eigentlich keine wirklichen Defensive Tackles mehr. Ihr seht hier, wir haben Smith und wir haben BJ Hill. Warum ich aber Martin nicht nehmen kann, vermutlich weil er ein Outside Linebacker ist, war. Na gut, dann packen wir den hier eins hoch, dann muss ja Holder nicht sein, dann passt es auch schon. Gut, also jetzt haben wir ein NASCAR-Package auf dem Feld, das heißt purer Pass-Rush, wenig Run-Defense. Müssen wir uns heute also bewusst sein mit unserem Nickel. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt rein ins Spiel. Drückt mir die Daumen, das können wir definitiv gebrauchen gegen die Chargers heute. Let's go. Let's go Super Bowl. Da! Oh, stell mir vor, wir können mit dem Team jetzt den Super Bowl gewinnen. Wir spielen vielleicht gegen das kompletteste Team der Liga. Guck dazu mein Newsflash von gestern an. Das wird schwer heute. Hoffentlich. Hoffentlich wird es nicht so ein Spiel, wo entweder ich ganz viel Bullshit kriege oder alles einfach klappt. Ich möchte schon so ein knappes Spiel haben. Sowas wie letzte Woche gegen die Falcons, wenn ich mich nicht irre. Das war ein geiles Spiel. Das war ein sehr, sehr geiles Spiel. Shubadu. Wir sind weiße Jerseys, das heißt, wir gewinnen. Man weiß bekanntlich, wird der Super Bowl immer von dem Team gewonnen, das weiße Jerseys trägt. Chargers haben ihre dunkelblauen, die hellblauen sind geiler. Wo sind wir eigentlich? In welchem Stadion? Panthers? Kann das sein? Ich weiß nicht, in welches Stadion sie uns jetzt gepackt haben. Vielleicht werden wir es ja noch erkennen. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Ah, nee. Panthers ist ein Dom, oder? War das offene Stadion gerade? Ey, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ich werde vermutlich jetzt gleich vergessen, darauf zu achten. Falls einer von euch das bemerkt, welches Stadion es ist, dann schreibt mir mal in die Kommentare. Falls ihr das Stadion von eurem Team erkannt habt, zum Beispiel. Ja. Ja. Handshake am Anfang. Sehr cool. Gucken, ob wir kicken dürfen oder ob wir den Ball kriegen am Anfang. Beides gut eigentlich. Weil normalerweise habe ich lieber die Defense am Anfang auf dem Feld, aber unsere Defense ist jetzt auch nicht so gut. Deswegen hätte ich auch kein Problem damit vorzulegen. So. Ich meine, mich orientieren zu können an der Farbe außen vom Stadion. Seht ihr dieses Hellblau? Aber es kann eigentlich nicht das Panthers-Ding sein, als ob die da diese Panther-Augen rausgenommen hätten, die eigentlich da unten drin haben. Wie gesagt, ich glaube auch, das Panther-Stadion ist zu. Aber ja, bevor ich jetzt hier noch mehr dummes Zeug rede, warte ich lieber, bis das Video oben ist und guck mir dann die Kommentare an, was ihr geschrieben habt. Ich mir sicher bin, dass es irgendjemand erkennt. Logisch, denn, keine Ahnung, viele würden vielleicht auch das Fortfield nicht erkennen, aber dadurch, dass ich immer in dem spiele, erkenne ich es natürlich. Dolphins, Hard Rock. Okay, gut, wir sind im Dolphins-Stadion. Alles klar, jetzt wissen wir es. Hätte man sich an der Farbe orientieren können. Gut, ihr müsst es nicht schreiben. Wer es bis jetzt schon gemacht hat, ist okay, aber wir sind im Dolphins-Stadion. Ich habe erst oben die kleine Dolphins-Flagge gesehen und dann habe ich Hard Rock Stadium gelesen. Da weiß man das dann natürlich. 4000 Yards, 27-10. Ist okay, ist nichts Besonderes, sage ich mal. 4000 Yards ist stabil, 27-10 ist stabil, aber jetzt nichts, was uns irgendwie richtig Angst machen sollte oder so. Die kommen raus ohne Running Back. Zwei Tight Ends, drei Wide Receiver. Das heißt, wir können... Moment. Coaching Adjustment. Ich wurde gefragt, was das heißt, wenn ich jetzt hier einstelle, Play Receiver. Das steht da, I will play the receiver in Two-Man-Catch-Situations. Das heißt, wenn ich nicht rechtzeitig umgeschaltet habe, auf einen Spieler und quasi selber entscheide, ob ich swatte oder Interception mache oder so, dann wird immer der Receiver gespielt, als ob ich X drücken würde quasi. Oh, habe ich den noch ausgewählt gekriegt? Ja, habe ich. Gut. So. Wir müssen halt Knox ein bisschen zumachen, wenn er hier reinkommt. Kommt der... Oh! Ich wusste, dass er kommt, aber ich habe gedacht, er kommt viel flacher. Dreck, da war ich der falsche Linebacker dafür. Das konnte ich jetzt von meiner Linebacker-Position hier schlecht machen. Und jetzt sind die ganz normalen 11 Personal. Das geht doch auch klar. So. Ja, so will ich das haben. So will ich das haben. Jetzt guck, wir haben Carter, Smith, Hill und Martin. Also kein Defensive Tackle auf dem Feld.
Wir müssen halt jetzt ein bisschen auf den Lauf aufpassen. Das ist einer. Und shit, ich bin genau in die falsche Richtung gegangen. Doppel. Uiuiuiuiui. 35. Das hatte nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich jetzt Nesca auf dem Feld hatte. Aber gut, da muss ich aufpassen jetzt auf jeden Fall. Das kann ich halt so in einem 12-Personal, was jetzt rauskommt, kann ich das halt definitiv nicht machen. In 11 geht's eigentlich klar. Ich bin halt nur mit dem Linebacker auf die Strong Side gegangen, diesen Weak Side gelaufen. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war ein bisschen problematisch jetzt. Oh, was? Jesus! Damn! Okay. Okay, die wollen Business. Er kommt direkt mit seinem One-Handed-Catch hier. Alter Scheiter. Jesus, okay. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Bedenken, als ich eben noch hatte. Ah, nicht schnell genug hingekommen. Ihr seht, ich hatte wieder beide. Alle anderen haben die nicht gespielt, einfach, obwohl wir zwei Routen nur auf dem Feld hatten. Also ja, bevor ihr mich jetzt berichtigt, wir hatten natürlich vier, aber zwei davon sind außen in meine Flat gegangen, das heißt, es war irrelevant. Die Gelben hätten sich einfach mehr in die Mitte schieben müssen, weil da keine andere Bedrohung war. Die müssen nur die Slant zumachen. Oh je, das ging viel zu einfach. Left und hat nicht geklappt. 22, Lüge! Lüge! Das war mindestens 23, wenn nicht sogar 24. Ich hätte gesagt, es war 24. Damn, ey. Mehr Picks, mehr Touchdowns, weniger Yards. Aber Picks und Touchdowns relativ eng beieinander. Okay, Frage ist... Nee, ist keine Frage. Ich wollte gerade überlegen, ob wir jetzt versuchen, so schnell wie möglich zu kontern und quasi uns auf ein Highscoring-Game einlassen, oder ob wir versuchen, jetzt viel zu laufen, mit kurzen Pässen lang zu kommen und die Uhr zu kontrollieren. Und gegen den Pass-Rush und mit Saquon Barkley, denke ich, ist die zweite Herangehensweise definitiv klug. Wir arbeiten uns einfach hier Schritt für Schritt übers Feld. Mal gucken, was wir machen können. Allison eventuell, aber... Alter. Okay. Sehr schnell, Haskins. Aber ihr seht, guck mal, selbst mit dem Tempo haben wir hier 15 Yards gekriegt. Aber es ist, glaube ich, gut, dass ich dem Geschwindigkeit weggenommen habe. Ich laufe immer noch mehr, als der echte Haskins laufen würde. Aber, ja, nicht mehr ansatzweise so schnell halt. Ist jetzt nicht so, als hätten wir Kyler Murray auf dem Feld. Gut, Tate ist da, Ingram ist da. Was? Warum? Golden Tate, was, warum? Wie das? Der stand vor ihm und ich habe ihn nach unten geführt. Ja, also ich meine, ganz ehrlich, vermutlich hätte ich den wegwerfen sollen, ne? Aber, guck mal hier. Da, genau über dem Helm jetzt, ne? Der steht unter ihm, also weiter vorne, näher zum Quarterback. Plus, ich habe den Ball nach unten geführt, also zum Quarterback hin. Und ich meine, ja, der Ball kommt weiter rechts, als ich gesagt hatte, dass er werfen soll. Vermutlich, weil er hier unter Druck war beim Wurf. Seht ihr, der wird ja direkt danach umgehauen. Aber, Golden Tate, ich bitte dich. Du kannst doch nicht einfach, kein NFL-Receiver auf der Welt, oder nur die ganz schlechten, würden da stehen und warten, dass der Ball kommt. Du gehst dem Ball immer entgegen, so weit wie du kannst. Und dass er dann, guck mal, er hat halt nicht mal die Hände auf der richtigen Höhe. Das ist schlecht gemacht. Also vom Receiver, nicht vom Spiel jetzt. Das soll auch schlecht gemacht sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber gut, haben wir halt jetzt ein bisschen mehr Druck am Anfang direkt. Backside. Wieder 6. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu früh in ein zu dickes Loch gehen. What he said. Das ist mein... Nein, oh, Beal, warum? Ah, vor allem, es kann nicht mal sein, dass ich zu früh Dreieck gedrückt habe, weil sie mir dann Bad Timing User Drop gegeben hätten. Das heißt, es muss einfach an seinen Werten liegen, glaube ich.
Weil ansonsten, wie gesagt, wenn man zu früh drückt, wenn man direkt nach dem Wurf Dreieck gedrückt hält, dann geben sie einem ja manchmal Bad Timing User Drop. Weil man quasi zu früh schon Dreieck gedrückt hat und nicht am höchsten Punkt des Balles. Aber wie gesagt, das kann nicht gewesen sein, weil sie es mir sonst hingeschrieben hätten. Oh shit, okay. Ja. Ah, und dann kriegt er nicht mal den Ball losgeschlagen und dann kriegt er nicht mal das Tackle. Alter, Abram fängt ganz, ganz ruppig an heute. Warte, war das Abram überhaupt? So muss ich mal kurz gucken. Wenn das Abram war, dann muss ich jetzt schon drüber nachdenken, den runterzunehmen. Weil der die ganzen letzten Wochen auch Müll gespielt hat. Bist du Abram? Nee, du bist Beal. Ja, sorry, Beal. Kannst auch nicht... Wir sind im Super Bowl, da sind zwei Fehler, zwei zu viel. Gerade wenn man jemanden hat als Backup, der theoretisch sogar besser ist, vom Overall her. Das können wir nicht machen. Das kann nicht gehen. Das kann nicht gehen. Slot Corner. Ja, von mir aus. So. Also haben wir Jonathan Jones wieder auf dem Feld. Denn das momentan, das ist zu schwach. Das kann nicht sein. Wir spreaden alles, weil halt kein Running Back da ist. Kann auch kein Lauf sein. Ich bleib trotzdem erstmal in meiner Bear. Spielen Cloud Flats außen. Ich bin Backside. Yukimi Eligwe mit dem Tackle. Zweiter und vier. Okay, ich muss aus der Bär raus. Wir haben nämlich keinen Pass Rush. Aber wir brauchen Pass Rush. Wir brauchen irgendwie Pass Rush, Jungs. Aber wir haben keinen bis jetzt. Einfach null. Okay, Pass. Slants. Alter, Ogletree. Alter, Hooks sind einfach tot. Die machen gar nichts. Gegen Slants machen die einfach nichts. Shit. Ich bin auf Gordon. Ah, ja. 23, danke dafür. Alter. Alter, unsere Defense spielt echt räudig schlecht gerade. Auf jeder Ebene. Da spielt keiner gut. Ich spiele nicht gut mit dem User. Ich habe auch, um fair zu sein, nicht besonders viele Möglichkeiten gerade. Aber die Corner spielen nicht gut. Die Line wird gekillt. Die Linebacker, die ich nicht steuere, wenn die in Zonen sind, sind tot. Man ist tot. Wir werden offensiv ganz schön abgeschlachtet gerade. Und dadurch, dass wir jetzt halt schon zwei Possessions hinten sind durch den dummen Pick, müssen wir jetzt... Ah, shit. Müssen wir jetzt versuchen, vertikal was zu machen. Nicht zu früh jetzt nervös werden. Das heißt, wenn jetzt der erste Vertikale nicht klappt, dann können wir nicht direkt noch einen hinterher schicken, sondern müssen dann wieder aufs First Down gehen. Aber, uff, da ein bisschen müssen wir echt was machen. Das ist Zone. Ja. Okay, dann können wir alle als Protection hinten lassen und hoffen, dass einer hinten frei wird, weil jetzt keine zusätzlichen Rusher noch reinkommen, wisst ihr. Oh, Jabogabadu! Ich habe nicht mal hingeguckt, das kann ernsthaft nicht sein! Wir haben 8 Leute in Protection und die bringen 4 und kommen durch! Das kann wirklich nicht sein, das kann echt nicht sein, so kann ich auch das Spiel nicht gewinnen. Das wird crazy schwer jetzt. Wenn wir 8 Leute hinten haben, jeder kann gedoubleteamt werden, jeder kann gedoubleteamt werden. Und die kommen trotzdem durch, die Schweine. Da ist doch schon wieder einer in meinem Gesicht. Wegwerfen kann ich auch nicht und das... Oh. Haskins. Alter Schalter. Ich werf den Ball weg und er macht wieder noch 3 Schritte, bevor überhaupt die Wurfmotion anfängt. Da hätte man sich schon denken können, dass da irgendwas Schlechtes bei rumkommt. Aber Jesus Christ, ey, so... Ah, nächstes Land Touchdown. Oh mein Gott, Alter, wir können doch nicht so geschlachtet werden. Was ist mit meinen Cornerbacks los, Alter? Ich schwöre dir, ich nehm Dunbar auch gleich raus und bring da irgendeine Lusche für rein. Ist mir scheißegal. Wir können doch nicht so geschlachtet werden gegen Man-Coverage. Vor allem mit so einem... Der steht in einem Outside-Shade, der hat außen nicht Platz. Der hat keinen Platz, außen irgendwas zu machen. Wie kannst du dich dann so nach innen verarschen lassen als NFL-Cornerback? Jesus. Ich wechsle gleich meine ganze Defense aus. Kann ja nicht schlechter werden, wisst ihr? Vielleicht haben wir dann irgendwen drin.
Zieh doch nach oben, du Esel. Warum geht der denn den Schritt nach rechts, statt links lang zu gehen? Alter, aber schon zwei Turnover im ersten Viertel. Zwei reingedrückte Turnover. Den ersten hätte ich nicht werfen dürfen von mir aus, aber beim zweiten konnte ich echt nichts dafür. So, White, soll ich euch sagen? Sack. Nee, doch nicht. Boom. Und hurry up. Gleicher Spielzug nochmal. Wir haben wieder Mofo. Ich schick Tate lang. Let's go. Oh! Mann! Normalerweise mit der Zeit, die er da gerade hatte, wäre die Fanganimation schon lange durch gewesen. Und auf einmal lässt er die ganze Zeit noch den Kopf hinten, hat den Ball schon und rennt 3000 Schritte weiter und kassiert dann den Hit des Jahrtausends. Diesmal hat er wenigstens weggeworfen, danke dafür. 1 von 4 für einen Pick. Haskins auch mit einem super Spiel. Das ist ein Problem, und zwar ein richtiges Problem. Ein richtiges Problem. Linebacker steht. Och, komm, leck mich. Jetzt ist er natürlich auch noch Superman, alles klar. Wir müssen dafür gehen, jetzt ernsthaft schon. Wir können nicht 21 hinten sein und nicht dafür gehen. Das ist perfekt gelaufen. Guck mal, so werden Slants von denen verteidigt mit Man-Coverage, ne? Übers Feld, er ist noch dran. Vergleich das mal damit, wie unsere Slants verteidigt wurden, auch mit Man-Coverage. Also das eben, bevor er jetzt sagt, ich habe den Spielzug gesehen, es war ein Cover-3-Match, es war keine Man-Coverage, ist theoretisch noch schlechter, weil er erstmal erkennen muss, dass er ihn matchen muss. Und dann überhaupt Man-Coverage ausführen muss. Match-Coverage wird immer zu Man-Coverage. Du matchst, wer in deine Zone kommt. Das heißt, es war Match und Man dadurch. Und so wird bei denen das gespielt, gegen das Land. Und wie bei uns das Land gespielt wird, habt ihr ja gesehen. Weg. Das wird schwer, das Spiel. Das wird schwer. Okay, Moment mal. Wir müssen was Klügeres probieren. Falls das ein 2 ist, hoffe ich, dass Ingram den Safety runterziehen kann. Kann er nicht. Wir haben schon wieder Pass Rush schon überall. Oh, Mann. Jesus, ey. Wurden wir schon mal so verarscht in einem Super Bowl? Ich weiß nicht, ob wir sogar schon mal so verarscht wurden in den Playoffs. Dritter und 15. Whiteside wird schwer, wird sehr, sehr schwer. Pass Rush, beide Seiten. Ja, beide Seiten schon wieder direkt in meinem Gesicht, als der Drop vorbei war. Was soll ich denn da machen, Jungs? Guckt euch den Scheiß doch mal an. Was soll ich denn da machen? Guck mal hier. Play Action Fake ist hier vorbei. Hier kriege ich die Kontrolle über meinen Quarterback. Rechts kommt, links kommt. Alter. Fico bringt uns nichts. Ein Fico ist immer noch ein Three-Possession-Game. Wir müssen wieder in die Verticals reingehen und hoffen, dass wir irgendeinen finden. Aber das ist doch wirklich wie ich meine, ja. Ja. Ja, halt, ne? Alter, Haskins, leck mich am Arsch. Der ist offen. Der ist offen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Die spielen die ganze Zeit den gleichen Quatsch defensiv. Ich weiß, was kommt. Guckt euch bitte mal an, wie offen der ist. Der Typ, der ist weg. Deswegen habe ich ihm noch eine Streak gegeben. Der hat alles links von sich offen. Deswegen gebe ich dem Passlead nach links. Guck mal bitte, wie offen der ist. Guck mal ernsthaft, wie offen der ist, bitte. Hier, da, in die Richtung, wo ich hingucke. Da sollte der Ball kommen, an die rechte Hash. Halt ein Stückchen links von ihm. Das heißt, wir passen auf diesen Spieler und führen ihn ein Stückchen nach links. Und was macht Kollege Haskins? Wer soll den fangen, Alter? Haskins ist raus. Ist mir egal.
Haskins ist raus, Alter. Nee. Nee. Das kann ernsthaft nicht gehen. Can't go, man. Can't go. Can't go. Can't go. Oh, Moment. Ich muss ja alles schon umstellen jetzt. Play Ball, Strip Ball, Pass Rush, Tackling. Wir werden jetzt so viele Flaggen kriegen, aber ist egal. Wir müssen irgendwas machen. Muss ich auch nicht begründen. Alter! Ja, seht ihr, da fängt es schon direkt wieder an. Erstes Mal Fake, direkt ein Offside. Das ist so typisch. Man kriegt halt nur die ganzen negativen Aspekte davon, aber nicht die positiven, wisst ihr? Ey, ich habe mich selten so verarscht gefühlt von dem Spiel, wirklich. Von mir aus, gebt mir das in der Regular Season, aber nicht doch bitte im Super Bowl. Da. Aber ja, es ist... ja, so sehr ich mich jetzt hier beschwere, es ist realistisch. Die Chargers gerade jetzt hier sind ein deutlich, deutlich, deutlich besseres Team als die Giants hier. Deswegen... es ist immer noch Quatsch, wenn unsere guten Spieler auf einmal dann richtig geschlachtet werden. Unsere Cornerbacks, die ja nun wirklich nahezu oder auf jeden Fall das Beste im Team sind. Ruhe, lass mich doch in Ruhe. Wofür gibt's dieses Feature? Oh, ey, ich bin auf 180. Ich bin sowas von auf 180. Gebt den einfach nochmal, warum nicht? Macht einfach nochmal. Macht bestimmt Spaß. Macht Spaß zu spielen. Macht einfach nochmal. Nochmal 5 Yards? Oder jetzt am besten zur Abwechslung, damit es nicht so langweilig wird, kleine Face Mask. Wie wär's damit? 15 Yards, neues First Down. Wäre auch gut. Guck mal, 2 und 15 haben wir genau. Können wir doch einfach direkt eine Face Mask geben. Wie wär's damit? Wäre gut, EA, ha? Oder kann jetzt, am besten kann jetzt unser Cover 4 nochmal kaputt gehen, die tiefen Zonen hinten. Die gehen ja auch ganz gerne mal kaputt. Fumble, Fumble. Ja! Let's go. User Hit Stick Fumble, Jonathan Abrams. Okay, ein bisschen was. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. So, Slot Post Angle, nochmal. Drittes Mal heute. Aber dann doch nicht. Also, ja, aber verändert. Ich befürchte ein bisschen Blitz. Hoffentlich kriegen wir den Ball auf. Okay. Zieh, zieh, zieh. Ah, ja, Quick Time kriege ich nicht hin. Hurry up. Wir lassen den Spielzug, weil ich eigentlich was ganz anderes machen wollte mit dem Spielzug. Und zwar Shepard hinten. Kriege ich aber wieder nicht. Wir müssen nochmal Barkley nehmen. Okay. Okay. Baby, be calling me Hercules, cause the H on my whisper did miss that for Hermes. Okay. Yada, pop me a perky. Cause I heard a head with the paper, you had my back eggs. Okay. Baby, don't hurt me. Let's look at nothing because I hit her like foreplay. Okay, dripping like I just took a shit in the toilet. Harry, nochmal. Wir machen das gleiche nochmal. Es ist so ärgerlich, dass wir so weit hinten sind. Mit so einem Quatsch. Drück. Ah, wir sind an der 1. Okay. Goal Line. Wir haben Goal Line Shots. Dann kriegen wir den Ball nochmal wieder und dann gehen wir mit einem 14-21 in die Hälfte. Wie wär's damit? Das klingt gut, wa? Sting brauche ich nicht. Dafür kommt der Toss. So, jetzt komme ich in Fullback Dive rein. Zum Not Audible ich in den Toss. Auch wenn wir da rechts, wie es aussieht, Derwin James haben. Da habe ich gar nicht so Bock drauf. Aber wie gesagt, erstmal Fullback Dive ausprobieren. Na klar, hurry up. Einfach nur wegen Zeit, hat nichts mit dem Matchup zu tun oder so. Und stolpert der Dude noch darüber. Ich krieg mich nicht mehr ein. Das muss ein Touchdown sein jetzt, ne? Wir können alles andere als Touchdown können wir nicht gehen lassen. Das kommt, Linebacker kommt einfach. Ah. Bam! Oh, das sollte ein Hitstick sein. Wir versuchen den Toss nochmal.
Andere Seite, wir haben diesmal wenigstens nicht Derwin James. Und wir haben Barkley drin. Jawohl. Oh, wenigstens was, ey, wenigstens was. Spike und dann schnell zurück. Okay, ist mir egal. Jesus, wenigstens sind wir auf dem Board. Zwei Touchdowns hinten. Besser, besser als vorher. Okay, wir brauchen noch was defensiv. Ich werde die ganzen Einstellungen defensiv auf Risiko lassen. Von wegen Pass Rush Aggressive und Strip Ball, Tackling Aggressive, werde ich alles so lassen, weil wir Turnover brauchen, definitiv. Die Flaggen werden wehtun, keine Frage. Gerade so übertrieben, wie die sind in Madden, aber müssen wir machen. Müssen wir einfach wirklich machen. Dann wenn wir die jetzt einfach nochmal ganz entspannt hier durchmarschieren lassen, dann ist auch vorbei. Guck mal, wir sind ja nur 40 hinten. Ich meine nur, okay. Man hat doch schon von weniger Yards als 40 gehört, aber trotzdem. Slants. Alter, wie oft wollen die denn noch Slants spielen? Ich meine, natürlich machen sie es, wenn es immer wieder klappt, aber... Da auch wieder, wenn ich auf der ersten nicht draufstehe, dann kommt die zweite rein. Dann wirft er die erste, deswegen stehe ich auf der ersten. Und dann stehe ich auf der ersten, er wirft die zweite. Oh, er hat gerade einen Fake-Dingsbums gemacht und keiner von uns ist draufgegangen. Und er kam nicht über die Linie. Wenn ihr mir erzählt, das ist ein First Down, dann muss er. Danke. Okay, cool. Okay, cool. Cover 2 Hard Flat. Oh, und wieder Slants. Und gib mir den Pick, du Hund. Dein dumm Slants, jawohl. Auch da, wenn er ein bisschen länger gewartet hätte, wäre das ein Touchdown, sage ich schon. Wäre das ein neues First Down vermutlich. Jetzt haben wir einen Turnover wenigstens ausgeglichen. Tight End Attack. Allison geht nach außen. Okay. Schön Zone zu sein. Manning, beweg dich doch, du alter Sack. Ich habe ihm ungelogen, bestimmt 4 Sekunden bevor der Sack passiert ist. Okay, 4 ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber sobald ich die Kontrolle hatte, habe ich ihm gesagt, er soll einen Schritt nach hinten machen. Sieht man ihn einen Schritt nach hinten machen? Nicht ansatzweise. Tate gucken, wenn der Safety reinkommt. Kommt er nicht. Ja. Ja. Kriegen wir noch einen vom 2-Minute? Nee, ne? Ich denke nicht. Wenn Manning der Letzte ist. komm. Ja. Da ist er. Da ist er. 2-Minute-Warning. Oh, wir sind wieder dran. Jesus. Da muss jetzt ernsthaft Eli Manning im Super Bowl kommen und uns hier retten. Was ist denn das? Yay. Meine Fresse. 3 Plays, 40 Yards, 55 Sekunden. Das geht klar. Ich lasse immer noch alles auf Aggressive, weil ich nach Möglichkeit jetzt nochmal den Ball wieder kriegen werde. Beziehungsweise ich lasse alles auf Aggressive, außer dem Pass Rush. Weil das mir sonst zu einfach ist. Ich meine, die Face Mask regen vermutlich noch mehr auf als der Pass Rush, wenn man dafür eine Strafe kriegt, aber ja. Das hat dafür auch einen besseren Reward. Cover 3 Sky. Wir lassen mal die Curl Flats außen statt Cloud Flats. Oh nein, ich war sogar da. Aber zu spät. Schade, dass er den nicht noch fallen lässt jetzt. Ey, Mike Williams hat ein Breakout-Game. Obwohl, ich weiß ja nicht, wie er die Saison gespielt hat. Wir gehen wieder in Cloud Flats. Aber... Heute spielt er krass auf jeden Fall. Oh nein, du Dummkopf! Oh, 93. Gibt's ja nicht. Ey, da muss man auch... Ey, wirklich. Da hat man schon Pech, dann kommt noch mehr Pech dazu. Ah, Moment, wir müssen kurz warten. Habt ihr das gesehen, was gerade passiert ist? Hier, das ist mein User. Und ich bin auf der Route. Ich habe gerade überlegt, ob ich runtergehe und dann bin ich drauf geblieben. Nein, guck mal hier, der hätte den gepickt.
Das ist die komplette Pick-Animation. Wisst ihr, wo der den fängt und dann so auf dem Rücken fällt? Genau so mit dem. Der tut sogar so, als hätte er den Ball in der Hand. Guck mal. Seht ihr das? Der tut sogar so, als hätte er den Ball in der Hand. Bis hier, bis er landet. Aber der Typ hat sich genau davor geschmissen und hat den abgewehrt. Nein! Ah, normalerweise freut man sich über einen abgewehrten Ball, aber dann wäre man genau dahinter gewesen. Ah. Ach, schon wieder über den Kopf geworfen. 93, den hättest du abwehren müssen. Den hättest du abwehren müssen. Alter, aber Rivers. Uff, der haut hier Würfe raus, Alter, und die kommen alle so genau. Wir stehen übrigens gerade in Cover 3, einfach weil ich mal ein bisschen Scheme durchziehen will. Tiefer stehen. Ja. Nein. Gibt's doch nicht. Ich wollte gerade sagen, keine Sorge, Coach. Wir kommen da. Das war nochmal der gleiche Spielzug. Ich wollte gerade sagen, keine Angst, Coach. Wir kriegen das hin. Dann ist mir eingefallen, dass das ja gar nicht mein Coach ist. Trips rechts, das heißt, wir schießen. Oh, ne, wir schießen nicht. Ja, oh, Ogletree! Oh, Ogletree macht auch nichts alleine. Der fliegt wieder genau über seinem Kopf. Wenn ich der gewesen wäre als User, das wäre ein Pick gewesen. 100%, weil man einfach nur Dreieck drücken muss. Aber alleine sind seine Werte zu schlecht dafür und der reagiert einfach nicht. Aber das ist gut, das muss so sein, weil das Team einfach zu schlecht ist. Es ist komplett richtig, dass es so ist. Es ist trotzdem frustrierend. Aber ist egal. Ihr wisst ja, mindestens einmal pro Spiel habe ich einen Return-Touchdown. Und der kommt jetzt hier. Oh, ne. Kein Whip. Mal ein bisschen voreiliges Whip hier. Okay. Die Formation, die wir schon häufig hatten heute, ganz Split Giant, aber statt den Slot Post Angle zu nehmen, nehmen wir den Halfback Slipstream. Let's go. Wenn wir Glück haben, blitzen die von links. So. Bam! Ah, nicht bam. Egal, hurry up. Slants. Okay. Timeout. Das war nichts. Das war von Anfang an nichts. Da war schon wieder der Pass Rush. Da darf ich bitte, Dankeschön, mir den Spielzug aussuchen? Meine Fresse. Play Action Post Shot. Da-da-da. Play Action Post Shot. Wird man eigentlich Bürgermeister? Warum klebt da Petenkleister? Wo kommt die Kohle her? Was macht die Feuerwehr? Wer? Willi will's wissen. Willi will's wissen. Boom. Frag mich nicht, wo ich das jetzt her hab. Ist mir egal. Gleich nochmal. Ah, schlechtes Zeitmanagement. Ich hätte einen Timeout nehmen müssen. Egal, wir sind in Field Goal Range. Das ist das, was zählt. Tate. In die Endzone. Let's go. Das ist Klatsch. Tate hat vorhin die Interception versaut, warum wir überhaupt erst hinten waren. Aber wir können jetzt vermutlich mit einem One-Possession-Game in die Hälfte gehen. Ich habe mich selten in meinem Leben so konzentriert wie jetzt. Ich glaube, ich habe mich bei meinen Abi-Klausuren weniger konzentriert als jetzt. Das erklärt vielleicht auch, warum die nicht ganz so gut waren, aber hey. Shit happens, ne? Day. Ey, wir sind 41 Minuten drin. In der Aufnahme bei euch vielleicht ein bisschen weniger. Ach, egal. Und wir sind jetzt gerade erst bei der Hälfte. So viele Punkte sind schon gefallen. Okay, er kniet ab. Okay, abgekniet.
Uff, da, wir sehen uns in der zweiten Hälfte. Wenn ich nochmal kurz drauf drücke. So we've reached halftime here in the 2020 Super Bowl, Super Bowl 54. As we go up to Orlando now and hand it over to Jonathan Coachman with our EA Sports Halftime Report. Take it away, Coach. Okay, Brandon, thanks very much. What a season this has been. Hard to believe it ends tonight. As we'll get back to you guys for the second half of this Super Bowl in just a moment. It's been a tremendous season of football, but it's not over yet. One half remains to decide who will stand on the podium. Jo, da bin ich wieder. Wir kriegen den Ball. Oh, ja. Okay, Controller in die Hand nehmen vielleicht zum Return, wäre ganz gut. Und jetzt returnen wir den sowas von durch die Mitte. Ich habe mich in meinem Kabel ver... Oh! Ah, den ersten gekriegt, den zweiten nicht. Schade. Na gut, egal. Nächstes Mal. Kriegen wir hin. Wayne Pair, der Halfback Dive nochmal. Ey, guck mal, wie so. Oh Mann, wir sind nur 11 Yards hinten. Durch die Mitte. Ja. Hüa! Einen umgehauen, beziehungsweise angehauen. 6 für 41. Okay, jetzt ist halt auch der Moment gekommen, wo wir wieder ein bisschen mehr chillen können. Wisst ihr, weil einfach. Wir sind jetzt wieder mit einem dran. Wir haben unseren Drive. Ist, als ob die einfach den Ball angefangen hätten, gekriegt hätten, erste Hälfte, und als ob wir dann abwechselnd gescored hätten. Ganz normal. Air Trucks, ich hasse Air Trucks. 7 für 48, okay. Jetzt bringen wir den Play-Action-Draw-Shot. Ich weiß nur noch nicht, in welche, doch die Richtung ist besser, die gefällt mir besser. Es kann sein, dass die Safeties runterkommen. Ne, kommen sie nicht. Okay. 50-50 Ball. Ah, schade. Ich dachte, man muss auch mal Ingram eine Chance geben. Erste Incompletion von Manning übrigens. Wir tossen nochmal. Ist jetzt halt ein bisschen Risiko bei dritten und drei. Whiteside. Aber wir haben Barkley. Barkley, kannst du nur einen Tackle brechen, wisst ihr? Let's go. Bam! Naja, nach vorne, aber egal, wir haben unser neues First Down. 8 für 56. Jetzt kommen nochmal die Slants, die ich eben auch probiert hatte aus den Doubles. Wo die uns so oft Slants geben, können wir mal gucken, ob wir vielleicht auch mal Slants durchkriegen. Oh, Ingram ist K.O., wa? Also, falls wir den Ball mit Ingram über die tiefe Mitte fangen. Ne, machen wir nicht. Okay. Manning mit 9 Rushing Yards. Ihr seht, das liegt gar nicht dran, dass Haskins irgendwie schnell ist oder sowas. Ich rushe einfach mit jedem Quarterback. Guckt euch mal die Community-Franchise an, wie viel ich damit Matt Stafford rushe. Deswegen wäre zum Beispiel auch Curtis, wenn ich irgendein Team hätte wie... Oh Mann, oh leid, wie die Ravens oder sowas. Da wäre vorbei. Dwight, ich würde sehr, sehr, sehr ungern jetzt punten. Also ich müsste sehr überlegen, ob ich vielleicht nicht sogar dafür gehe. Uff. Dicken Hit kassiert, aber neues First Down. Das ist das, was zählt. Das ist das, was zählt. Gleiche nochmal, der war alt. So, mal gucken. Slide. Ey, wenn wir jetzt einen richtig schnellen Quarterback hätten, könnten wir die so kaputt machen. Oh shit, okay. Wir müssen mal kurz Gorman reinbringen. Also, habe ich nicht gerade gesagt? Okay. Weil dann Saquon ansonsten fummelt. Weil die so viel mit ihrem Rush über komplett außen kommen, und ihr seht auch, wie weit die stehen sozusagen.
Wir würden die so kaputt machen mit einem schnellen Quarterback, weil wir immer einfach direkt die erste Lücke nehmen könnten, die sie uns geben, ob außen, ob innen, ob wo auch immer. Und einfach die ganze Zeit durchscrammeln. Und nochmal, wir machen das Ganze nochmal, bis sie uns einen anderen Look geben. Oder jetzt beschließen zu blitzen. Das ist mal mehr Risiko. Weißt du was? Mach mal, warum nicht? Yep. Und wichtiger Touchdown, jetzt aber noch wichtiger, obwohl noch wichtiger als Quatsch, aber genauso wichtiger Extrapunkt, weil wir jetzt nämlich ausgleichen können. Ich hoffe, wir gewinnen, obwohl zum jetzigen Zeitpunkt, okay. Ach ne, ist egal. Ich wollte gerade sagen, ich entschließe mich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, das Video mein größter Rage bisher oder irgend sowas zu nennen. Und dann kann man ja quasi noch gar nicht wissen, ob ich gewonnen oder verloren habe. Aber so viele Leute werden dann wieder sagen, dann wusste man von Anfang an, dass du verlierst. Deswegen kann ich das eigentlich wirklich nur so nennen, falls ich gewinne. Aber dann, wenn ich so genannt hätte, dann wüsstet ihr jetzt schon, dass ich gewonnen hätte. Wisst ihr was? Ich nenne es einfach so oder so. Also schließt nichts davon. Ich weiß noch nicht, ob ich verloren oder ob ich gewonnen habe. Und ich nenne es trotzdem von Anfang an mein größter Rage. Ich bin so oft so knapp hinten dran. Das kann keine Face Mask sein, Jungs. Kopfschmerzen. Man hat die Hand von ihm gesehen und die war nirgendwo in der Nähe des Gesichts. Okay, cool. Wie gesagt, damit lebe ich, ist okay. Quinton Dunbar hat einen roughen Super Bowl. Keiner von uns hat einen wirklich guten Super Bowl von unseren Cornerbacks. Abram hat einen guten, weil er einen Forced Fumble hat. Alter, lauf doch nicht in die Lücke rein. Oh, gerade eben lobe ich noch Abram. Auf einmal. Ach nee, ich gehe jetzt nicht nochmal in Wiederholung, um es euch zu zeigen. Entweder ihr habt es gesehen oder halt nicht, aber das war schon wieder dumm. Weil er einfach in einen Gegner reinrennt, in einen Block reinrennt. Und das muss vom Spiel aus so gemacht sein. Du kannst es nicht wirklich anders lösen, aber ich hasse es trotzdem. Counter, ich bin hier. Ach, schade. Wenn Lorenzo Carter den jetzt rausgerissen hätte, ne? Ich weiß, dass unentschieden ist. Ich lasse das trotzdem alles noch, aber aggressiv. Abram in der Box. Links haben wir Henry. Was macht Henry split wide? Ey, Moment mal, das muss jetzt aber ein Fehlstart gewesen sein. Ich bin nicht mehr auf aggressiv. Ja, okay, gut. Gucken, ob Henry wieder weit ist. Wide ist. Aber nee, ist er nicht. Das heißt, wir haben Allen jetzt außen gegen Jonathan Jones. Oh, weia. Das ist ja auch nicht so das Idealste aller Zeiten. Dritter und 12. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen clever sein. Ich mach das gleich wieder rein, vermutlich. Aber erstmal nehme ich es raus. Nickel, das heißt, wir haben unseren guten Pass-Rush auf dem Feld. Gucken, ob wir ein bisschen Pass-Rush kriegen. Nö, kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht. Haben wir einen Sack heute? Kann mir das irgendjemand sagen? Haben wir einen Sack gehabt heute? Ich glaube nämlich nicht. Mann. Obwohl die heute auch auf und ab... Oh, shit. Okay, ich sag jetzt inside. Ihr seid alle meine Zeugen, wie ich gesagt habe. Coverage inside, bitte. Wieder meine Lieblingsanimation gekriegt bei Man Coverage. Meine allerliebste Lieblingsanimation. Das ist, glaube ich, wirklich das, was ich am allerliebsten habe in diesem ganzen Kackspiel. Hier. Was machst du? Was machst denn du? Du bist in Man Coverage, Alter. Der guckt ein bisschen auf die Fotografen da hinten. Jesus. Okay, first and goal von der 1. Zwei Tight Ends, zwei Wide Receiver. 60 Double Blitz. Wir haben die Mitte offen, du gehst durch die A.
Den müssen wir auch usern, ansonsten macht er nämlich manchmal großen Murks. Und kein Pass Rush, kein Pass Rush, kein Pass Rush. Da ist er. Meine Herren, ey. Oh, jetzt habe ich einfach irgendwas ausgewählt. Ich kann keinen Timeout nehmen. Ich weiß, ich bin immer zu geizig mit Timeouts, aber ich kann keins nehmen. Ich habe den extra schon ein bisschen weiter nach innen gestellt jetzt. Lauf doch, lauf doch, lauf doch! Lauf doch, warum läuft der nicht? Ihr habt gesehen, wen ich als User hatte. Ihr habt gesehen, wen ich als User hatte. Wieso bewegt der Pister sich nicht nach außen? Oh mein Gott. Dann können wir auch gleich aufhören zu spielen, wenn jetzt nicht mal mehr der User was machen kann. Wer war ich als User? Er war ich. Er hier. Guck mal, wie der stehen bleibt. Ey, wirklich, was soll denn das? Das wäre ein Tackle for Loss gewesen sogar. Nicht nur irgendein Tackle. Alter, und dann bleibt der auf einmal einfach stehen. Ja, danke dafür. Macht Spaß. Oh mein Gott, wofür spiele ich dieses Spiel, wenn dann nicht mal mehr der User einen Unterschied machen kann? Spult zurück, guckt euch das an, bitte. Ich war der Kerl. Und natürlich drücke ich meinen dummen Stick nach links die ganze Zeit. Und der bewegt sich einfach nicht. Alter, wie frustrierend das... Ernsthaft, wie kann man stolz auf sowas sein? So ein Dreckspiel zu programmieren. Nein, nehmt das nicht ernst, ich bin nur sauer. Aber meine Herren, Alter, das ist ja wirklich. Safety ist unten. Ja, hat ihn festgehalten wenigstens, sehr gut. Hey, Manning hat vermutlich ein perfektes Passer-Rating, ne? Spielt er die ganze Saison nicht, nur für diesen einen Moment, um jetzt hier aufs Feld zu kommen. Guck mal, die sind heavy in Cover 3. Ich bin die ganze Zeit so versucht, irgendeinen Cover 3-Beta rauszuholen. Aber das Ding wäre, würde ich vermutlich eh gesackt werden dabei, also. Okay, wir gehen jetzt wieder an irgendwas Spread-mäßiges. Obwohl, vorhin waren wir in den Doubles, wa? Wir versuchen mal die Doubles nochmal. Wir haben wieder Wayne Gorman auf dem Feld, wenn ich mich nicht irre. Gucken, was sie uns geben. Es ist wieder weit auseinander. Wisst ihr? Aber diesmal wird der gemikte Linebacker einfach nicht geblockt. Ist natürlich auch cool. Das macht Spaß. Okay, wir gehen nochmal in den Spielzug, den ich vorhin häufig hatte, den Slot Post Angle. Ey, 20-20, gute Balance. Und wie ich das hier sehe, schicken wir Hall lang und schicken auch Tate lang. Direkt X gedrückt. Von mir aus hätte er eigentlich zum Boden gehen können. Ich guck schon, darf man eigentlich nicht machen, aber ich guck schon ein bisschen auf die Zeit. Wir müssen jetzt entweder schnell scoren oder sehr, 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 sehr langsam. Und ich glaube, sehr, sehr langsam ist einfach nicht möglich. Schnell! Ach, ich dachte, ich komme vielleicht hin. Schon wieder Cover 3. Goal Line, wir bringen wieder den Toss. Aber ich stelle statt... Ah, Halfback-Dive brauche ich eh nicht. Stattdessen kommt der Fullback-Dive rein. Moment mal. Nee, doch, alles richtig. Gut, Toss wäre das, was ich primär machen wollen würde, auch wenn wir da auf der Seite Derwin James haben. Ich mag den nicht gerne zu Weakside. Wir haben auch noch Bosa auf der Seite. Auf der anderen Seite haben wir Melvin Ingram, also ist auch nicht viel besser. Aber hier kommen wir durch, weil hier kein Derwin James ist. Auf der anderen Seite haben wir nämlich immer Bosa und James und hier auf der Seite haben wir nur Melvin Ingram, deswegen kommen wir da durch. Sehr gut realistisch gemacht vom Spiel. So, 4 Minuten 3. Das Ding, warum ich gesagt habe, dass wir schnell scoren müssen, ist das jetzt... Es ist relativ unwahrscheinlich, dass die alle 4 Minuten wegnehmen. Und um das Ganze noch ein bisschen riskanter zu machen, also Risk or Reward defensiv, gehe ich jetzt gleich wieder in Pass Rush aggressiv. Das heißt, entweder, was unser Ziel dabei jetzt ist, ist, sie scoren schnell und wir haben nochmal Zeit auf dem Board, um relativ bequem zurückzukommen. Oder
Wir kriegen jetzt gleich einen ganz dicken Sack, einen Strip-Sack, irgendeinen Fumble oder einen Pick und können damit quasi nochmal reinkommen ins Spiel. Das ist jetzt das, was wir machen. Deswegen stelle ich mich auch hier in Nesca hin. Um eventuell ein bisschen was machen zu können. Seht ihr, sowas, das ist mir egal. Das nimmt keine Zeit weg. Ja, das sind mir wirklich egal. Entweder wir hauen die jetzt mit einem Sack zurück und nehmen danach alle Adjustments raus und versuchen konservativ das First Down zu verteidigen. Oder na, Linebackers pinchen hat gerade viel gebracht. Ah, shit. Oder die scoren schnell und wir kommen nochmal an den... Oh, an den Ball ran. Oh, Face Mask noch hinten drauf. Danke dafür. Ah ja, okay, jetzt müssen wir noch aggressiver sein, weil die jetzt schon in Field Goal Range sind, wie es aussieht. Ja, 27. Aber wir haben noch drei Timeouts, das ist auch okay. Das heißt, wir kommen jetzt mit einem Overstorm Brave. Vermutlich sogar User Pass Rush? Nee. Kein User Pass Rush. Aber wir schießen nach unten auf Gordon, falls er den das Checkdown nimmt und dann nicht. Ist okay, können sie machen. 4 Yard Raumgewinn ist gut. Was uns wirklich killen könnte jetzt, wären immer wieder kurze, kleine Dinger. Aber die sind noch nicht mal in Schiffler, also läuft alles. Bam, bam. Ja, raus, 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 raus. Ah, schade. Okay, 17. Dritter und 1. Jetzt gehe ich eventuell sogar auf einen Run-Commit. Okay, definitiv nicht. Wide Receiver verteidigen wird schwer. Oh! Sieger dahinter, ja! Man-Coverage, Interception auf dem Wide Receiver auf einer Out. Wieso kann ich als Jute... Naja. Okay. Wichtig ist jetzt, dass wir uns mit der Zeit lassen. Das heißt, entweder wir scoren oder die Zeit läuft aus. Das müssen die beiden Optionen sein. Alles andere geht nicht. Bam. Nice First Down. Cool. Fast an der 50. Wir machen noch einen Spielzug, bevor wir... Moment, ich bleib mal hier drin, aber ich will den Tight End Attack spielen. Wir machen noch einen Spielzug, bevor wir dann chillen. Den wollte ich nicht werfen. Ich habe den geworfen, in dem Moment habe ich gesehen, dass der links nicht mitgeht, sondern sich fallen lässt. Ich sag ganz, ganz ehrlich, wenn der akkurat gekommen wäre, wenn Manning den da hingeworfen hätte, wo ich eigentlich wollte, dass er ihn hinwirft, dann wäre das ein Pick gewesen. Dann hätte ich den Pick genau zurückgegeben und wir wären zeitlich in einer noch viel dümmeren Situation gewesen. Deswegen, Gott sei Dank, war Manning da gerade inakkurat wie so. Holding vermutlich. Was auch ein bisschen doof ist, weil ich halt nicht mal eingestellt habe, dass Holding kommen soll. Und der Gegner gefühlt nie Holding kriegt, aber kann ich mitleben, ist okay. Tyler Croft. 2020, was machen wir? Was machen wir? Braucht es. Oh, was? Ah, das ist auch interessant. Das ist ja auch interessant. Sie, hat er den? Oh, Jungs. Wir sind in erweiterter Field Goal Range. Das war mutig, den zu werfen. Beziehungsweise er war offen, aber wir wissen, was bei Madden alles passieren kann. Und ich habe auch ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er ihn fallen lässt. So. Okay, jetzt haben wir eine ernsthafte Chance, nachdem wir 21-0 hinten waren oder so. Und theoretisch könnte ich das Video jetzt das Comeback der Träume nennen oder sowas, selbst wenn wir nicht gewinnen. Aber dann würden sicher Leute wieder beschweren. Deswegen... Hört mal auf, euch zu beschweren. Nein, ich nenne es vermutlich mein größter Rage oder so. Dicke Field Goal Range. Dicke Field Goal Range.
Ganz, ganz dicke Field Goal Range. 48er, es ist ein 48er, muss drin sein. Und ein neues First Down. Let's go. Und die nehmen jetzt schon Timeout. Okay. Andere Inside Zone. Ich, beim Laufen jetzt übrigens, ich mache keine Skill-Moves mehr und ich halte meinen Finger auf R1. Damit er die ganze Zeit, ihr seht, wenn er dann so läuft schon, den Ball halt richtig beschützt mit beiden Händen. Oh, 38er Fico, das muss drin sein. Wenn wir jetzt nicht noch fummeln oder sowas. Und wie gesagt, ich halte meinen Finger die ganze Zeit auf R1. Ist okay. Wir sind nur mehr in die Mitte gedrängt worden. Alles gut. Wir können den dritten jetzt laufen, können danach die Zeit nochmal runternehmen. Selbst wenn wir kein neues First Down kriegen. Und er hat dann den Ball mit 20 Sekunden oder sowas nochmal wieder. Seht ihr? Jetzt können wir 40 Sekunden runternehmen lassen. Dann kicken wir bei ungefähr... Wisst ihr was? Ich mache jetzt was. Kriegt keine Angst. Wir kommen einfach nur in einem Spielzug raus. Ich nehme dann jetzt nämlich ein Timeout. Dann muss ich gar nicht erst versuchen, meinen Field Goal irgendwie auf Zeit abzunehmen oder so. Beziehungsweise die wissen nicht genau, dass ich bei 3-4 Sekunden kicke. Denn dann kannst du ja deinen Block auch besser versuchen zu timen oder sowas. Das heißt, ich nehme jetzt bei 1 einfach ein Timeout. Zur Not hätten wir jetzt auch einfach die Uhr runterlaufen lassen können. Die 5 Yards mehr oder weniger machen das Field Goal nicht sonderlich schwieriger. Aber wenn man noch Timeouts hat, dann nimmt man sie natürlich. As they get it with 26 seconds to go in the football game. Der müsste drin sein. Ich bin ein bisschen außerhalb vom Block, vom Balken unten, also der könnte geblockt werden. Es ist nicht perfekt, das heißt, es ist Potenzial zum Block da. Aber vom Zielen her müsste der drin sein. Bei 18 geht's los. Block. Kein Block. Drin. Er hat die Blockanimation gekriegt. Okay, wir sind 3 vorne. 20 Sekunden, die haben keine Timeouts mehr. Das heißt, sie werden ziemlich sicher in Dingsbums gehen. In Hail Mary. Komm, kein dicker Return. Kein dicker Return, dann haben wir das. Er bleibt. Okay. 25. So, Quarter. Moment mal. Jetzt hätte ich beinahe was Dummes gemacht, aber wieso? Wieso ist er noch nicht in Hail Mary? Over top und alles. Ach, das ist ja nur, das ist das Unrealistischste aller Zeiten. Mit viel Glück kriegen die nochmal ein Spiel zu. Aber guck mal, wie weit die weg sind alle. Der spiked jetzt? Ja, okay, er spiked und dann kommt Hail Mary. Aber kein Quarterback der Welt fängt da an zu scramblen, wenn du keine Timeouts mehr hast. Dann wirft man den lieber weg. Geht aus der Pocket und wirft den weg. Das ist Humbug, was hier gerade passiert ist. Ja, jetzt ist Hail Mary. Quarter. Ich suche mir den übrigens lieber einfach aus. Man könnte natürlich auch auf Coach Suggestion gehen. Ist relativ egal. Gesagt, weiter Pass. Und vorbei. Oh mein Gott, wie wir da noch wiedergekommen sind. Jesus Christ. Das ist eventuell mein bestes Comeback. Oh. Alter Schalter. Eli Manning mit dem Comeback der Träume. Und die Giants sind Super Bowl Champions. Mit Eli Manning. Wie du dich da jetzt als Dwayne Haskins fühlen musst, ist auch merkwürdig, ha? Gebencht im Super Bowl. Oh mein Gott. Gott sei Dank, ey, das hätte mich ja so genervt, wenn das unser letztes Spiel gewesen wäre und wir hätten das irgendwie 28-3 oder so verloren. Oh, yes. Yes, baby. Gattin. Yes. Geil. Einfach geil. Geil. Gut, wir gucken uns die Stats an. Super Bowl MVP und sowas ist sowieso alles verbuggt. Das müssen wir nicht haben.
Jesus. Und ein perfektes Passer-Rating für Manning. 4,6er Passer-Rating für Dwayne Haskins. Unglaublich. 116er Rushing. 5,3 für Saquon. 5,5 für Gordon. 5 für Garmin. 3 Touchdowns Saquon. Receiving. 104 für Sterling Shepard. 78 für Mike Williams. 2 Touchdowns dabei. 73 Barkley. 65 Ingram. Defense, jetzt kommt es halt, Interception, BJ Goodson, sehr, sehr wichtig, Peppers, unglaublich wichtig im letzten Drive, Casey Hayward, die eine ganz am Anfang, Sacks, doch wir hatten einen von Chris Smith, aber das war an der Goal-Line, glaube ich, ansonsten hatten wir keinen, Corey Lugett hat einen, Bosa hat einen, Ingram hat zwei und auch noch was sehr, sehr Wichtiges, können wir natürlich nicht übergehen, Force Fumble, Bosa, ärgerlich, aber Yukimi Eligui mit dem Force Fumble. Oh, sorry. Ich dachte die ganze Zeit, das war Jonathan Abram. Und wer hat den recovered? Jonathan Abram hat den recovered. Ah, dann bin ich da vermutlich durcheinander gekommen. Okay, Jesus, meine Fresse. Unglaubliches Spiel. Sorry für mein Gerage da am Anfang, aber es war gerechtfertigt, bleibe ich dabei. Und so habe ich wenigstens einen guten Titel. Geil, dass wir die Giants-Franchise so zu Ende bringen konnten. Denkt dran, was ich am Anfang gesagt habe. Nächste Franchise, entweder Florida State oder LSU. In der NFL quasi. Geht nochmal auf mein letztes Video, wenn ihr Erklärung wollt oder wenn ihr abstimmen wollt, welches Team von beiden euch lieber ist, in den Kommentaren den Kommentar liken, den ihr haben wollt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bitte lasst mir ein Like dafür, für das krasse Comeback. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.